So, ich habe jetzt aber nochmal den Stream gestartet hier, neu gestartet von unserer Civilization 5 Multiplayer-Party. Anfang Mai hatten gerade ein technisches Problem, da riss der Stream ab. Jetzt sollte es eigentlich wieder funktionieren und hoffe sehr, dass Zakor, unser Chat-Moderator hier auf Twitch TV, das gleich bestätigen kann, dass alles wieder so läuft, wie es laufen sollte. Scheint zu funktionieren. Ja, ist wieder da. Prima, wunderbar, sehr schön. Viel habt ihr nicht verpasst. Ja, das musst du uns aber sagen, was du in der Zeit, wo du offline warst, so gemacht hast. Ja, wenn ich wüsste, wie lange das war. Ich habe meine erste Technologie erforscht. Also die Zulu tauchen ja nicht unbedingt als Forschungsnation großartig in Erscheinung. Die Landwirtschaft hast du also gerade entdeckt. Eine böse kleine Bemerkung. Er kann jetzt mit seinen Speeren, mit den Speeren kann er jetzt pflügen. Das ist das, was er erforscht hat. Das Bankwesen habe ich entdeckt, immerhin. Dann kannst du dich jetzt hinsetzen. Steht man nicht. Ja. Das war das Bankwesen. Du möchtest also jetzt mit deinen neoliberalen Ansichten uns in die Sklaverei von Zins und Zinseszins treiben. Genau. Das würden die Zulu niemals machen. Mit Zinsen erfinden, ja, sozusagen. Das Geld an uns geben und dann dafür hohe Zinsen verlangen. Wie sagte Albert Einstein, der Zinseszins ist die größte Errungenschaft des menschlichen Geistes oder so ähnlich, ne? Ja. Das ist sogar hier im Spiel zitiert. Ja. Und Abraham Lincoln hat, glaube ich, gesagt, man soll nicht jedes Zitat glauben, das man im Internet findet. Sehr cooler Spruch. Interessant. Wenn man, du magst damit sagen, es gibt Leute, die gehen ins Internet und sagen da Dinge, die gar nicht wahr sind. Warum sollten die das machen? Kann ich mir kaum vorstellen. Das halte ich für eine der üblichen Verschwörungstheorien, die im Internet verbreitet werden. Eben, da steckt doch das Radio dahinter, weil die sich bedroht fühlen durch das Internet. Ja. Verbreiten sie so Gerüchte. Ja. Es gibt aber auch riesengroße Verschwörungstheorien. Eine Seite habe ich, glaube ich, gelesen, wo es um den verschwundenen Flugzeug ging. EB, klick mal auf nächste Runde, bitte. Ja, würde ich gerne, aber ich bin noch nicht weißt so weit. Weißt du, wir haben uns hier alle so drauf verlassen, dass keiner das ausnutzt, dass wir keinen Rundentimer haben. Und also ich weiß nicht, aber wenn es so weitergeht, müssen wir dich mal kicken. Nein, das wäre ganz übel. Haltet euch einfach an die Strategie und greift ihn an und dann ist der bald Schluss. Ja, und mit weniger Städten ist er auch schneller, ne? Genau. Ihr verletzt den Stolz der Zulu. Ob das gut geht, bin mir nicht sicher. BB, du wirst gebeten, dann nach dem Rundenwechsel, betone ich jetzt, nach dem Rundenwechsel dann mal auf F9 zu drücken. Oh. Mache ich doch gerne. Also, liebe Zuschauer, das hier ist der F9. Und ihr seht, dass es alles noch ziemlich ausgeglichen ist. Egonson, wo bist du mit deiner Einheit hin? Wollt ihr mir nicht mit bei den Barbaren helfen? Oder ich bin bei Sydney. Ja. Und suche bzw. finde neue Handelspartner für meine Kaufmannsrepublik. Kaufen Sie. Erläuter doch mal, Egonson, was du jetzt für eine ganz spezielle Strategie machen musst mit Venedig oder machen kannst. Nun, ich habe ja keine Siedler. Ihr seid ja, soweit ich weiß, mit Siedlern gestartet. Ich habe dafür den großen Kaufmann von Venedig bekommen. Mit dem habe ich dann die Möglichkeit, Stadtstaaten entweder zu meinen Marionetten zu machen. Als Marionetten kann ich zwar nicht bestimmen, was sie produzieren, profitiere aber trotzdem von ihrem Wissenschaftsertrag, von ihrem Goldertrag und so weiter. Oder aber ich kann die große Handelsmission ausführen. Die gibt dann über 1000 Gold. Und ob ich jetzt mich für welche Kombination entschieden habe, ob ich mir zwei Städte genommen habe oder ob ich gleich ganz viel Gold auf einmal und jetzt ganz viele Militäreinheiten gekauft habe und auf dem Weg zu Writing Bull bin, das ist die Frage natürlich. Aber ansonsten ist meine Strategie natürlich, so viel Gold zu scheffeln wie möglich, weil das ja mit Venedig am besten geht. Ich habe doppelt so viele Handelswege wie ihr und werde natürlich auch versuchen, die dann zu nutzen.
Jetzt sind wir alle sprachlos. Ja, das geht mir oft so. Ob deines Tages schließt. Ich bin auch immer sprachlos, dass du immer noch dich nochmal an SimCity 50 nochmal dran wagst. Ich will die 100 voll kriegen. Und dann fertig. Dracina hat gerade an Ari geschrieben. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Ja, natürlich. Ah, okay. Ich wollte sozusagen das, was du gerade erzählt hast, noch unterstreichen. Ah, okay. Manchmal habe ich Probleme damit, zwei Dinge in Verbindung zu bringen. Okay. Übrigens, WB. Ja. Ich weiß, wo du wohnst. Guck mal, WB. Hi. Ich weiß auch, wo du wohnst. Tracy, wo denn? Ach, aber tatsächlich. Weißt du, wo sein Auto steht? Das sind die Polen. Ich weiß, wo dein Haus ist. In dem Sinne. Kennt hier jemand die alte Serie der Dinos? Nee, die sind. Ja. Die Dinos ja, klingt so alt. Ich kenne die. Ja. Die Puppen? Nicht die Mama. Dort gab es genau. Nicht die Mama. Dort gab es doch die Treufuß Corporation, für die Sinclair gearbeitet hat. Ja. Und ihr Wahlspruch war: genau. Wir wissen, was gut für sie ist. Wir wissen, wo sie wohnen. Oh, Breitenbull ist erster. Ich frag mich, wodurch. Welch üble Cheats sind denn da am Werk? Danke, Tom. Genau. Freut mich zu sehen, dass es langsam greift. Ja, mich auch. Hat ein Weilchen gedauert. Es wird auch Zeit. Bisschen kompliziert zu bedienen, ich weiß, weil man soll ja das, was du machst, nicht in dem sehen. Da ist da mit dem zweiten Rechner nebenan und so alles ein bisschen kompliziert, aber für den nächsten Stream dann vielleicht können wir es ein bisschen vereinfachen. Ich frag mich. Black Arken fragt mich, möchtest du mit gegen WB ziehen? Was gibt mir das jetzt zu denken? Ja, vor allen Dingen, an wen soll das gehen? Vor allem soll ich vor einem solchen Gegner Angst haben? Vielleicht hat er absichtlich an alle geschrieben. Oh, Psychoterror? Kann das noch jemand anders? WB, ich sehe, du hast einen Berg bei dir verziert. Also dieser Erich-Mielke-Tonfall, der erschüttert mich jedes Mal zutiefst. Liebe Zuschauer, falls ihr nicht wisst, wer das ist, dann googelt mal ganz schnell. Dann erfahrt ihr zum einen die historische Persönlichkeit, die dahinter steht. Zum zweiten erlebt ihr ein Stück Zeitgeschichte. Und zum dritten seht ihr in der entsprechenden schwarz-weiße Aufnahme ein historisches Bild von Black Arken. Ein kleiner, dicker, alter Mann, der ganz, ganz böse aus der Wäsche guckt und ganz verschlagen ist. Das ist mein lieber Nachbar Black Arken. Oh, jemand hat Alhambra gebaut. Aber ich liebe euch doch alle. Ja, genau. Genau. Mann. Müsst ihr ja alle Wunder bauen? Bist du hier oben? Na klar, bist du hier oben. Ich muss mal ganz kurz weg, weil wir hier irgendein elektrisches Problem haben. Oh, im Nebenraum. Meine Frau hat Angst, dass es stirbt. Deswegen muss ich das. Ui! Deine Frau. Das ist ganz normal. Ja, aber es liegt diesmal nicht an mir. Nein, natürlich nicht. Also bis gleich. Also wenn bis dann. Wenn ich dann plötzlich weg bin, hat sich das Stromproblem vergrößert. Wenn ich gar nicht wiederkomme, dann bin ich wahrscheinlich gegrillt oder so. Also bis dann. Bis gleich. Stuff, recht schön. Die vielen Stadtstaaten hier. Das ist auch gar nicht gut. Für mich schon. Eben. Also ich mag Stadtstaaten. Alter, Stadtstaaten. Ihr haut ja echt einen Einwohner nach dem anderen raus. Das ist ja Hammer. WB ja. Ist bei mir. Okay. Sagte ich dir doch schon. Ach, WB ist ja noch da. WB ist noch da. Noch ist er da. So. Ich bin auch mal für 20 Sekunden weg. Ja, tu das. Bis gleich. Ja. Ah, da habe ich die Tracina getroffen. Hm. Was?
Wo denn? Ah, tja, da unten. Ah, guten Tag, guten Tag. Übrigens möchte ich nochmal, ich habe ja vorhin nach dem Punktestand gefragt, das war natürlich nur Quatsch, weil also der Punktestand sagt jetzt überhaupt nichts über das Können der Spieler aus. Ich meine, natürlich dann glaube ich auch nicht abgerechnet, ja. Am 34. Spieltag so und was dazwischen passiert, das ist ja. Das kann ich nur unterstreichen. Das würde ich an deiner Stelle genauso sagen. Sehr schön, du lebst noch. Wunderbar. Tracy, ich habe dir ein Briefchen geschrieben. Ich erwarte noch auf Antwort. Ah. Ein Versöhnungsangebot. Ein alkoholisches Angebot. Eine kleine Delikatesse aus den Ländern der Zulu. Nenn mir denk eine Zulu-Delikatesse. Diffamiert. Das muss jetzt doch nicht so nachtragend sein, Babyisch, dass du hier herumstichelst. Religion gegründet. Spanien. In der heiligen Stadt Sangria-Werk. Unglaublich. Mann. Also nie. Ihr na? Dürft von nun aus dem Imperium beitreten. Ich bin zurück. Du hast nichts Wichtiges verpasst. BB, hast du mir gerade meinen Bartrupp geklaut? Nein. Definitiv nicht. Danke, Tracy. Ja. Prost. Na zdrowie. Das klang cool. Was habe ich bekommen? Marmor oder Trüffel? Ich glaube, Trüffel, das ist auch deine Spezialität, die du einem immer schickst. Oink, oink. Letztes Mal war ich aber das Russische Reich. Ja, und also trotzdem ja. Immer Trüffel? Nein. Letztes Mal war es ja das Salz, das japanische Salz. Hm. Ach, das, was du hier für viel Geld an alle verschwören wolltest. Schöner. Ich sag nur eins: Money. So. Der Chat fragt, ob du Kaktusfeigenschnaps oder was zusammen brauchst, Baby, aber den Zusammenhang verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich verstehe den auch nicht ganz. Aber ein anderer Zusammenhang, wenn wir hier schon über exotische Waren reden. Wie sieht das, Tom, aus mit Zigarren und mit Rum und Ähnlichem? Sind das alles Güter, mit denen du in Zukunft öffentlich handeln wirst bei einem Spiel, auf das du dich schon sehr freust, um dir mal einen Ball zuzuwerfen? Tropico, er meint Tropico. Ich weiß, was er meint. Ich bin nur in der etwas ungünstigen Situation, dass ich so viel über Spiel mittlerweile weiß, dass ich mir nicht sicher bin, was ich sagen darf und was nicht. Er ja, weiß, aber dass das er da zu viel weiß. Ist ja nicht so, dass das hier aufgezeichnet wird. Also macht ja keiner mehr. Du kannst das ruhig in dieser Runde von den Playern sagen, ja. Da kommt ja nichts raus. Aber man kann ja sagen, dass Tropico 5 bestimmt schon sehr gut wird als Tropico 4, weil ich habe mir das auch vorbestellt. Ja, ist auf jeden Fall nach letzten Stand der Dinge kein Fehler. Also ich will jetzt keine Werbung machen, aber viele schon wissen passiert, dass ich Tropico 4 oder Tropico, ein Fan von der Tropico-Reihe an sich bin. Mhm. Und von dem her. Das Spiel nochmal? Frau Diktatorin, glaube ich, als Untertitel. Das war ja eines der meist kritisierten Dinge, die ich gemacht habe, bei Tropico 4, eine Frau zu spielen. Eine Frau, cool. Wie kannst du nur? Frauen sind nur keine vollwertigen Menschen, also bitte. Lass mich raten, du hast eine Frau gespielt mit Vollbart und hast einen Song zum Besten gegeben dabei. Ja, das mit Vollbart ging leider nicht. Deswegen auch der Song ausgefallen. Na, was ich sagen wollte, ist, dass das zum Beispiel eins der Sachen ist, das Problem unter Anführungszeichen der Wahl hat sich insofern gelöst, als dass man ja jetzt so eine Art Dynastie wirklich hat und nach dem quasi Zufallsprinzip männliche oder weibliche Nachfolger bekommt, die dann die Herrschaft über die Insel übernehmen. Also das ist zum Beispiel eine der Neuerungen. Überhaupt, ich würde sagen, wenn ich es kurz beschreiben müsste, Tropico 5 ist Tropico 4 plus Add-on plus eine Menge neue Mechaniken, die sich ganz gut ins Spiel einfügen. Mhm. Also ich freue mich schon sehr drauf. Leider, ein großes neues Feature ist ja der Multiplayer-Modus, oder der ist anscheinend um einiges verbessert, geändert, wie auch immer gewohnt. Dass ich mich nicht überschlage gerade, also der soll es auch in sich haben. Jetzt ist aber so, dass anscheinend im Moment
niemand Beta spielt, weil ich habe keine Chance gehabt, Multiplayer-Gegner zu finden. Jetzt hoffe ich halt auf nächste Woche, wenn die Review-Copies rausgehen, dass man mal gegen ein paar andere spielen kann. Also das wäre dann auch ein eventueller Kandidat für mal eine Multiplayer-Partie über einen Livestream. Vielleicht mal ein bisschen was anderes, als wie rundenbasiert. Klingt sehr spannend. Wann ist denn das Veröffentlichungsdatum? Am 23. Mai, also in genau 2 Wochen. Oh, am 23.05., am Tag der Illuminaten, wenn das nichts zu bedeuten hat. Was du für Jahresdaten im Kopf hast oder für Jubiläen, unglaublich. Beschäftigt also der 23.05. ist ja wohl hier, die Quersumme aus 23 ist auch 5 und da wurde die Bundesrepublik Deutschland gegründet, 1949. Und was ist die Quersumme aus 1949? Das heißt, ich gebe den Tipp, es ist 23. Du läufst mal wieder auf Eselsbrücken durchs Leben. Total. Was wäre die Welt ohne Verschwörungstheorien? Ist langweilig. Viel zu langweilig. Würde mich in dem Zusammenhang interessieren, was sich dann die Programmierer von Waterpark Tycoon gedacht haben. Ist nämlich auch am 23.05. fällig. Die stecken mit denen doch unter einer Decke. Das ist ja wohl liegen hängende. Mach doch mal die Augen auf. Quatsch. 23.05. Sehr gut. Werde es auch spielen. Werde es wohl nicht von Anfang an spielen können erstmal, aber ich werde auf jeden Fall reingucken. Mir gefällt die Tropico-Serie auch sehr gut, ohne hier Werbung machen zu wollen. Das Interessante ist, vor allem, wenn man jetzt die Serie sehr liebt, dass man im Prinzip schnell ins Spiel findet, aber auf der anderen Seite es nicht wieder gleich spielen kann, weil zum Beispiel Sprung von 3 auf 4 war ja so, war einfach das 3er mit einer guten Kampagne. Und man hat im Prinzip nach den gleichen Mechaniken spielen können, nach den gleichen Methoden. Wie beim 3er, jetzt beim 5er geht das nicht mehr, weil eben ein paar neue Spielmechaniken drin sind, die den Spielverlauf einfach massiv ändern und man eben gezwungen ist, auf gewisse Sachen zu reagieren. Und auch so ein paar Werkzeuge oder Methoden, die man sich zurechtgelegt hat beim 4er, wo man sagt, ja, ich mache einfach alles mit Schmuck, werde reich mit Schmuckhandel oder... für gewisse Politiken ein und hebt sie dann 3 Tage später wieder auf, wenn ich es nicht mehr brauche. Das geht zum Teil alles nicht mehr in der Form. Also von dem her muss man sich dann im späteren Spielverlauf schon ein bisschen umgewöhnen auch und das macht es auch sehr reizvoll. Kampagne kann ich leider noch nichts dazu sagen, die war in der Close Beta noch nicht drin. Die gibt es dann nächste Woche für mich zum Anschauen und natürlich, wenn man jetzt mit dem Hersteller selber spricht, sagt er, ja, die Kampagne wird super. Was soll er sonst sagen? Aber ich denke mal, wenn sie mindestens gleich gut wird wie die vom 4er, eventuell so gut wie von Modern Times, dem Add-on, dann dürfen wir uns auf ein absolut tolle, ich würde es ja fast eine Wirtschaftssimulation nennen, freuen, Aufbau, Wirtschaftssimulation, wobei ein paar Strategieelemente dazugekommen sind sogar, also guter Mix. Was ich so hübsch finde bei dem Spiel ist vor allem einfach die Atmosphäre. Das finde ich total nett, dass man halt einen Diktator spielt in der Vergangenheit und auf Seiten der Bösen spielt, aber mit viel Witz ist das Ganze dann auch und ganz viele kleine politisch unkorrekte Scherze drin. Finde ich total klasse. Also was ich am was ich zu Hause. Was ich cool fand bei dem neuen Spiel war der Trailer. Es gab ja mehrere Trailer zu Tropico 5 und der eine, der war eben total der Fluch der Karibik nachempfunden. Ich habe mich so weggeschmissen vor Lachen, als ich den gesehen habe. Also echt, der war c'est superb, ja. Aber ich finde auch, Tropico 5 ist auch relativ witzig gemacht, auch wenn da ein Diktator spielt, was eigentlich ja negativ beeinhaftet ist, gell? Aber bei Tropico 5 ist es schon wieder so gemacht, dass es irgendwo lustig ist, oder? Ja, plus man hat absolut die Möglichkeit, auch einen netten oder guten Diktator zu spielen. Für das bin ich ein bisschen bekannt geworden, glaube ich, beim Let's Play, dass ich viel zu nett bin. Also man kann seine Leute auch sehr, oder die Einwohner auf der Insel auch sehr, sehr gut behandeln. Also das ist durchaus auch möglich. Und das ist etwas, was ich sehr geschätzt habe, auch bei dem Spiel, dass es einem das offen lässt. Also zum Beispiel war es außer in einer Mission, glaube ich, nie nötig, mal jemanden um die Ecke zu bringen. plus gab es auch nie Vorlagen oder Aufgaben, die Bevölkerung schlecht zu behandeln. Sondern die Ziele, die formuliert wurden in der Mission, haben sie dann immer offen gelassen, ob man es sich jetzt halt leicht oder schwierig macht. Und meistens war es natürlich ein bisschen schwieriger, nett zu sein, weil nett sein
Heißt meistens, dass man ein bisschen mehr Geld ausgeben muss oder auf irgendwas verzichten muss, aber nachdem ich es eh schwieriger mag, ja, hat sich das gut getroffen und so gesehen kann man es auch gut spielen. Und jetzt im Fünfer ist ja auch so, dass die zwei Haupt, wie soll man sagen, die zwei hauptpolitischen Fraktionen, also USA, UdSSR, dass die ja noch viel stärker um einen buhlen und dass man sich für eine Seite entscheiden kann, aber auch beide verweigern kann und dann beide am Hals hat. Also da muss man sich auch gegen das Ausland dann ein bisschen zur Wehr setzen. Und die zwingen einen zum Teil schon, dass man, ja, ich sag mal, böse Sachen macht. Und wenn man dann sagt, nein, das will ich nicht, wenn man die Leute gut behandelt, dann hat man im Endeffekt wirklich einen Nachteil davon. Aber es geht. Mhm. Also man kann nett sein. Also ich bin gespannt, wie es wird. Wie gesagt. Ja, das ist ja die große Krux von jedem Staatschef. Wenn ich meine Bürger nett behandle und ihnen alles gebe, was sie wollen, dann habe ich da einen Nachteil draus. Weil ich könnte ja viel einfacher mein Land regieren, indem ich alle unterdrücke und jegliche Opposition irgendwie auch ausschalte von vornherein. Aber sowas wird mehr, würden wir nie machen. Dafür spielen wir ja immer hier schön die Strategiespiele, um zu zeigen, dass es auch anders geht. Deshalb beenden wir auch fast alle Civilization-Spiele in der Regel mit einem militärischen Sieg und nicht mit einem Kultursieg. Wohl gerade das strebst du ja an. Und deshalb hoffst, willst du auf Seiten der Guten stehen diesmal, Egon Sonnig. Auf jeden Fall. Du hast doch im Teaser uns angedroht, mit den Büsten, die deine Künstler herstellen, uns zu erschlagen. Sehr genau, pazifistisch, diese Kulturstrategie von dir. Allerdings, ich erschlage euch mit der Kultur. Ja, dann ist euch auch anders danach, wenn nachdem ihr meine Kunstwerke angeguckt habt von ganz nahem. Sehr schön. So was wollen wir hören. Ich muss sagen, ich finde es fast ein bisschen schade oder täuscht der Eindruck, dass der Militärsieg bei Civilization oft der einfachste ist. Also jetzt nicht unbedingt im Sinn von, man spielt jetzt gegen fünf andere in einer Multiplayer-Partie, weil dann will ja jeder den Militärsieg vielleicht erringen, aber im Solo geht es mir meistens so, dass ich aus reiner Faulheit fast im Militärsieg ende, wenn ich den gewinne. Oder täuscht das? Dem ist so. Früher war es noch schlimmer. Inzwischen gibt es noch andere schöne Möglichkeiten zu gewinnen. Also die anderen Möglichkeiten sind einfacher geworden inzwischen. Aber der Militärsieg war und ist, glaube ich, immer noch der, was heißt einfachste, aber der sich am ehesten anbietet, würde ich behaupten wollen. Hm. Oder gibt es dagegen Stimmen? Nee, das siehst du, glaube ich, genau richtig. Danke. Das ist vor allem die Kultursiege, die erringt man halt nicht zu Beginn der Partie. Wenn überhaupt, dann muss man lange durchhalten und in der Spätphase im Late Game oder knapp davor, dann kann man den erringen, aber da muss man halt lange für ansparen, viel Micromanagement betreiben, das zieht sich alles ein bisschen und da hat man nicht immer die Geduld, weil das ist auch eines der Spiele, Civilization fällt mir immer sehr auf, aber auch bei vielen anderen Runden Strategie plus Globalstrategie spielen in der Kombination ist das ja auch so, dass viele Leute ihre Partien gar nicht zu Ende spielen. Also ich glaube, das kennt fast jeder Civilization-Spieler, dass der Teil der Spiele, der Partien, die er frühzeitig abbricht, viel größer ist als die Zahl der Partien, die man bis zum Ende durchspielt. Einfach weil es zu viel Micromanagement wird. Und wenn dann die Entwickler wiederum eine neue Civ-Variante herausbringen mit weniger Micromanagement, dann kommen dieselben Spieler leider und sagen, ah, oh, was habt ihr denn hier gemacht? Niveauverlust, Casual Games, Anpassung an den Markt. Wie konntet ihr nur seit den Spieleredakteuren und den Boulevard-Medien im Spieler bei den Spielemedien in den Allerwertesten gekrochen, wie konntet ihr nur diese Marke ruinieren? Ja gut, man muss ja dazu sagen, bei den meisten Strategiespielen, die auf längere Zeit angelegt sind, also auf längere Spielpartien, ist es ja so, dass du nicht bis zum bitteren Ende spielst. Also Schach bist du ja auch irgendwann so, hast du gesehen, kannst du einsehen, dass du verloren hast oder gewonnen hast. Bei StarCraft ja auch, also von daher ist das im Singleplayer mit Civilization jetzt nicht der Weltuntergang. Mhm. Wenn man da nicht bis zum bitteren Ende spielt und den Siegesbildschirm entdeckt. Außer natürlich, man spielt auf ganz hoher Schwierigkeitsstufe, weil da kommt es dann wirklich oft auf wenige Runden an, ob man jetzt gewinnt oder verliert. Die Partien spielt man dann meistens doch bis ganz zum Schluss. Darf ich dir einen Tipp geben? In deinem Sinne und im Sinne der Zuschauer. Erforsch doch mal die Karte.
Ja. Lauf doch mal mit irgendwelchen Einheiten rum und guck doch mal, was da so ist. Das könnte ich gleich wirklich machen. Keine schlechte Idee. Ich starte sofort damit. Ja, es ist bei mir, es dauert bei mir ein bisschen, bis ich wo angekommen bin. Ich liege hier ein bisschen isoliert, finde ich. Bau doch mal ein Schiffchen oder bau doch mal einen Speer oder so. Die sind doch nicht teuer. Ich habe Faisina getroffen. Ich sehe sie aber nicht. Stimmt, WP. Ja, wir haben uns wegen dem Kongress haben wir uns getroffen. Ach so. Ja. Ach, dadurch sehen wir uns jetzt alle. Ja. Ah. Plucky. Merci. Ja. Ja, check mal. Faktisch gut gegen. Ich hab mal eine Karavelle in Auftrag gegeben. Im Sinne der Zuschauer, und die werde ich dann mit Zackor bemannen. Babys? Und in den Ozean schicken. Ich ernenne dich hiermit zum Kapi, zum Leichtmatrosen Zackor. Bist ja weit entfernt von mir. Bist ja sehr weit entfernt. Ein echter Pirat sticht auch ins. Nee, wie war das? Ein echter Pirat sticht sich das Auge aus, was hast du gesagt? Nein. Genau. Nichts. Du hörst immer nur harmlose Sachen, WB. Oh. Hey, Gonson. Ja. Was, wir spielen schon über eine Stunde. Glaube ich nicht. Kann und doch schon sein. Unglaublich. Ne? Was ist da los? Kackpirale, um Gottes Willen. Und noch, oh, da oben ist ein Barbarenlager. Ey, das könnte. BB, ja? Möchtest du bitte mal die Vorschläge beim Kongress zeigen, falls das geht? Mach ich gleich. Augenblick bitte. Arabien und Polen haben eine Freundschaftserklärung unterzeichnet, ein starkes Band zwischen den beiden Reichen geknüpft. So. Fabi und Tracy. Kommt in den besten Familien vor. Ja. Ich wollte mich auch nicht beschweren. Blacky? Kam ein Täubchen geflogen. Ich hab geknallt. Was mir ein bisschen mehr Sorgen macht, Polen und Spanien sind jetzt befreundet. Weil die Spanier mit ihren Drohungen möchtet ihr gegen WB in den Krieg ziehen. Was? Was? Ich weiß nicht, was du redest. Ich glaube, das haben wir wieder alle vergessen. Verdrängt. Monaldinho beschwert sich, dass du noch nicht mal einen Barbaren geohrfeigt hast bis jetzt. Nach meiner Erinnerung habe ich ja einen getötet. Und du wirst politisch isoliert, wird hier geschrieben. Hm. Alle befreunden sich und du sitzt in deiner Ecke. Und weinst. Tja, was soll ich darauf sagen? Vielleicht nicht sagen, sondern was tun. Bin ja schon dabei. Ach, diese viele Politik hier. Alle haben sich lieb. Ich kann ja schon mal den Zuschauern im Bild zeigen, die beiden Nationen, deren Hauptstädte ich jetzt kenne, weil ich Botschaften ausgetauscht habe. Hier ist die Hauptstadt Tracy Town und hier drüben, da, das ist Venedig. Die stolze Stadtstaat, natürlich die einzige Stadt. Wie viele Marionettenstädte hast du denn schon, Egonson? Ich habe schon Probleme mit dem Mikrofon. Ich habe nicht Städte. Noch gar keine? Ich glaube, er hat auch erstmal mit dem Barbaren zu tun. Genug. Das ist eine weitere Hauptstadt. Haben jetzt eigentlich alle mit allen gekuschelt? Oder? Nee. Nee. Kuscheln. Genau, kruscheln. Kruscheln ist das neue Kuscheln. Gab's nicht mal so ein Lied in den Charts? Ja, auch so ein Klingelton-Lied. Ne?
Eigentlich müsste man nochmal in seinen alten StudiVZ-Account irgendwie reingucken. Und alle kuscheln, die man da kennt, mal gucken, wer zu kuschelt. Ja, also im Kongress hat einer die Weltreligion, das wahre Kreuz, das machen die Russen. Ja, und Arabien hat Gelehrte vor Ort. Und Russland hat zwei, also mit der stärksten Kraft gerade derzeit. Er hat wahrscheinlich als erster alle getroffen. Ja. Da liegt er auch zentral. Wollen wir uns mal den Weltkongress anschauen. Hier können auch die Zuschauer ihn jetzt sehen. Admiral G. von Russland, bestimmt über zwei Abgeordnete. Und alle anderen haben nur einen Abgeordneten. Mal Linus rein. WB denkt sich, leck mich am Arsch, interessiert mich nicht die Bohne, was die Viewer von meinem Spielstil halten. Solltest vielleicht doch mal Speer bauen. Oder mit dem Impi zumindest weiter erkunden. Mach ich ja. Von wem fehlt doch der Austausch mit der Hauptstadt? Fabi. Ja. Dich habe ich aber auch noch gar nicht kennengelernt, oder? Im Spiel. Na, jetzt ist doch schon Kongress gewesen. Ja, müsstest du eigentlich, ich sehe ja, schon dass Kontakt du unten, haben. Weit unten in der rechten Ecke bist. Also, ich meine, auf der Karte. Natürlich. In der rechten Ecke. Ja. Es gibt noch drei Naturwunder zu entdecken. Ich dachte, wir hätten schon alles. Die müssen dann irgendwo im Wasser sein, wahrscheinlich. Oder? Hat irgendjemand von uns eine große Seefahrernation? Vielleicht. Mal überlegen. Russland? Russia hat viel Küste, auf jeden Fall. Ich glaube, Spanien ist noch die große Seefahrernation, oder? Auch, die haben aber keine Spezialeinheit für Seefahren. Wir haben Conquistador und dann, was war das noch? Blackie, komm, sag mal, wie ist deine andere Einheit noch? Tecchio oder Tizio oder wie die heißt? Tecchio oder wie das, ja, also Conquistador, dieser Reiter und dann, glaube ich, der Tecchio oder so. Ja, die eigentlich ziemlich cool sind. Eigentlich. Ja, und eigentlich. Dieses eigentlich ist immer sehr gefährlich. Naja, ich meine, mein Let's Play dazu ist schon vorbei. Da habe ich ja die Spanier gespielt. Wir können nicht jedes Let's Play sehen, Tracy. Ich weiß. Ist auch nur für die Elite. Alle verstehen sich gut im Spiel. Niemand hegt irgendwelche Kriegspläne gegen einen Nachbarn. Oder keiner will die zumindest äußern. Du wirst schon rechtzeitig angegriffen, WB, keine Angst. Ich mache ein bisschen Sorgen, dass ich hier ein ganz friedliches Spiel erleben könnte, ohne dass mich irgendjemand überfällt. Ja, ist schlecht mit den Zulus, ne? WB, im Chat werden gefragt, was das für blöde Städtenamen sind. Vielleicht möchtest du ja wieder ein paar Städte umbenennen nach IP. Mach ich gerne. Vorschläge vielleicht, bitte. Vielleicht, genau, soll der Chat einfach mal vorschlagen, wie die Städte heißen sollen und dann die besten Vorschläge vielleicht übernommen. Gerne. Das hier, die Hauptstadt. Ulundi, Nobamba und Gundlovu. Also vor allem dieses Gundlovu, das würde ich sehr, sehr gerne loswerden. Das kannst du ändern, ja. Wie heißt das? Gundlovu, keine Ahnung. Was Zungenbrecher. Es wird vorgeschlagen, Dioxid schreibt den Vorschlag 91.40.106.103. Ich glaube, du erinnerst dich, was das bedeutet. Ja, kleiner Insider-Gag. Anspielung auf den letzten Live-Up mit Age of Wonders 3. Ja. Da soll ich dir vielleicht IP-Nummer kurz erklären für die, das? Ja. Das war so, dass wir am Anfang Startschwierigkeiten hatten mit dem Connecten und WB musste ständig diese IP eintippen, hat er sich irgendwann aufgeschrieben. Und dann, als die Stadtnamen zum Thema wurden, dann wurde eben dieser Stadtname vorgeschlagen. Also, was haben wir hier noch an
Dingenskirchen wird vorgeschlagen. Dingenskirchen? Vielleicht irgendwas. Also mir wäre es ja ganz recht, wenn das irgendwie ein Namen wäre, der den Stolz der Zulu-Nation aufgreift. Warum nimmst du nicht deine Städtename aus dem Afrika-Wettlauf? Das könnte ich zum Beispiel machen. Dann könnte ich zum Beispiel die Stadt hier. Und hier sind noch weitere Vorschläge. Olundi soll umgenannt werden in Crying Bull. Naja. nicht kreativ. Red Bullwerk geht ja auch noch. Das ist gar nicht so schlecht. Red Bull ist aber Werbung. Werbung. Blackie Sangria-Werk könnte das Red Bull-Werk. bei Nobamba sei ein B zu viel. Wahrscheinlich dann Nobama oder was soll das? Obama. Umgung und Lovo soll zu Silly Sheep umbenannt werden. Wegen der Schafe wahrscheinlich. Hm. Naja, Onkel Toms Hütte haben wir hier noch. Also ich habe jetzt die Stadt hier mal mit den vielen Viehherden hier. Das sind ja alles sehr gefährlich. Die Zulu sind ja auch Nomaden sicher und ziehen mit Viehherden durchs Land und die sind sehr wehrhaft. Deshalb habe ich die Stadt jetzt mal umbenannt in Cruel Chaos. Wehrhafte Viehherden. In die grausamen Kühe. Cruel Chaos. Kampfkühe. Oder hier. Passend zum Spielstil SimCity. Das war böse. Wird vorgeschlagen. Oder, den finde ich auch nicht schlecht, Propaganda-Panda, aber der Zusammenhang fehlt mir noch. Der Name ist schön, aber der Zusammenhang fehlt. Ist das nicht schön. Wustenburg. Propaganda-Style. Propaganda-Style. Wäre verwunderlich, dass die Zulus das noch tanzen würden. Stimmt. BB, du musst noch deine Runde noch. Ich weiß. Er hat ja die ganze Zeit Städte umbenannt. Achso. Ja. Auf Aufforderung. Aber genau. Wehe, du benennst Olundi um. Nein, das bleibt, wie es ist. Sehr gut. Das ist nämlich seit Ziff 1 bekannt. Mhm. Als Stalin noch für Russland antritt. Ja. Oh ja. Der gute alte Genosse Stalin. Ja. Das war noch ein Mann. Früher war alles besser. Es gibt auf Englisch diesen wunderschönen Witz, der auch nur auf Englisch funktioniert. Und der geht, if you could have one superpower, what would it be? Und die Antwort ist dann, Soviet Russia during the Cold War. Ja. Schön. Auch wenn ich ihn nicht verstehe. Die besten Witze sind die, die man erklären muss. Aber das soll dann niemand anders machen. Die besten Witze sind die, über die man macht, obwohl man sie nicht versteht. So, man ahnt, es muss irgendwie unglaublich lustig sein, aber... Sag mal, BB, wo ist denn jetzt eigentlich mein Schiff? Du hast doch versprochen, dass du mir ein Schiff gibst. Das ist in drei Runden soweit. In drei Runden siehst du das. Ich will endlich schiffen. Fuck, ob ich dich dabei unterstützen möchte. Vielleicht möchte er, na ja, egal. Wir sollten das Thema wechseln. Ich suche noch nach zwei schönen, also Ulum, die darf ich anscheinend nicht umbenennen. Cool Chaos gibt's jetzt und ich suche noch in einem schönen Namen für die nördliche Stadt. Habe ich jetzt erstmal behelfsmäßig umbenannt in Zulus Pride, aber den Stolz der Zulus, aber ich weiß nicht, das ist ja dann ein Doppel zum Let's Play. Schön. Was macht denn ihr? Böse Sachen. Ja, ja. Pischper. Hey, ich hab's geschafft, Tracy aus der Reserve zu locken. Ja, und schon ist wieder weg. Nee. Hat der jetzt da endlich was gebaut oder nicht? Er hat endlich was gebaut. Alter Bautrupp, ey, willst du dir eine Schelle einfangen oder was? Was machst du? Eine Schelle einfangen ist ein sehr schöner alter Begriff, den ich schon lange nicht mehr gehört habe. Ja, siehst du mal. Echt nicht?
Schon lange nicht mehr. Also wir benutzen hier im Reuhesse, wo ich jetzt wohne, den Begriff Schelle nicht. Und im südlicheren Gefilden auch nicht. Ja, Junge, ich wohne auch hier in Reuhesse, ja? Bist du denn born and raised in Reuhesse? Ja, natürlich. Ei dann. Oh, was mache ich mit meinen ganzen Einheiten? Das ist hier dieser diplomatische Spielstil ist irgendwie führt zu nichts. BB, du sollst Marine bauen und die Küstenstädte der Spanier und Venedig terrorisieren. Spanier? Bitte was? Tja, der Wunsch der Zuschauer ist mir Befehl. Nein, das mache ich natürlich nicht. Maruk. Heißt der Spieler. Der Chat. Na doch, Digga. Ah. Dip, dip, dip. Obwohl, das brauche ich auch noch. So. Wie eben Holz sagt, hopp, hopp, ist gleich um 12, wir wollen Krieg. Oh mein Gott, stirbt hier jemand? Ich kann halt nicht alles haben. Bau Raketen und beschieß deine Feinde. Heute ist Kuschelabend. Die richtige Einstellung. WB soll mal seinen Schwun sinnvoll einsetzen. Meinen was einsetzen? Deinen Schwunsen. Spion sollst du sinnvoll einsetzen, sagt jemand. Hm. Religion gegründet von Arabian. Palmweim? Mhm. Jetzt entgleitet der Chat langsam orthografisch. Jetzt steht hier Krisch und Action. Also vor 22 Uhr gibt es sowieso keine Action. Kann man dem Chat mal so mitteilen. Aktion. Wir wollen mal ein Spiel ab Atomzeitalter und Lucifer darf die Erleuchtung bringen. Ich bin dabei. Wie sagt der Oppenheimer? Ich bin nein. Tot alle Welt. Egonson was? Kann doch nicht ohne das Atom gehabt. Ich hab nicht verstanden. Das Spiel ja, leckt gerade. Hm. Gibt's Probleme? Aber sind noch alle da, oder? Ja. Anwesend. Es kann sein, dass Admiral G, der hat doch so auch geklungen, als ob er da... Du hast mir... Admiral G ist anwesend. Egonson, also? Ich hab hier nichts, nichts bekommen. Ding. Vielleicht jemand anders? Nis? Ja, das war auch nicht so an dies gedacht. Du hast mich aber angeschrieben. Admiral G. Ich tu mal so, als wäre das kein Irrläufer gewesen. Ja, dann wird er gleich rausfliegen wahrscheinlich. Bing macht's dann. Bing. Was macht Bing? Du. Ah, jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder. Vorschlag, ihr solltet mal zu sechst auf einer Viererkarte mit 8 Start starten oder so zocken. Damit da was eine geht. Eine Venedig, damit mehr der andere Österreich. Mö. Ah, für die anderen, die auch das Zitat von nicht verstanden haben, Bastas, du kannte das Zitat. Ich bin tot, Zerstörer von Welten. Das war das, was Admiral G., glaube ich, gesagt hatte, von Oppenheimer. Hm. Habe ich das falsch zitiert? Nee, wir hatten es nur nicht richtig verstanden, weil du abhackt warst. Okay. Also, dann weiß ich nicht, ob es das richtig zitiert hat, weil ich das gehört habe. Wir gehen natürlich nur vom Besten aus. Aber ich glaube, aber Oppenheimer hat, glaube ich, doch bereut, die Atombombe erfunden zu haben, oder? War das nicht so? Ja, im Nachhinein kann man das ja immer sagen. Im Nachhinein fand er es ganz furchtbar. Aber. Kilantes schreibt: Bin mal gespannt, wann die versammelten UNO-Blauhelme an WBs Westgrenze auftauchen. Na, echt. Aber wenn ich mich richtig erinnere, dann war das aber bei Oppenheimer auch nicht das Problem mit der Erfindung der Atombombe, sondern er bekam dann ein moralisches Problem, als dann die Wasserstoffbombe später erfunden worden ist, mit der viel höheren Sprengkraft. Und das fand er dann nicht mehr so gut. Also, warum dann so viele Tote? Ja, dass ich dann gedacht, ich hab Scheiße. 1000 geht ja. Ja, genau.
10.000 Tote sind okay, aber 20.000 Tote auf einmal, das ist... Das ist so wie bei Beschicklichkeit, ne? Jeder hat seine Grenze, ne? Hm. Ja. Na, kennt jemand die größte Atombombe, die jemals gezündet wurde? Die Zar-Bombe. Die Zar-Bombe? Die Russen? Die Sowjets. Ja, ja. Auch ein Kind von Mütterchen Russland, ne? Hm. Nur Gutes aus Russland, nur Gutes. Aber ich finde es immer ganz makaber, dass die Bomben immer meistens so Kosenamen haben, gell? So bei den Amerikanern. Finde ich auch. Die kriegen ja sogar Little Kosenamen Boy an ihre normalen Bomben. Süß, ne? Nicht nur die Atombomben, die beschriften doch auch ihre normalen Bomben. Und ihre Flugzeuge und alles. Juhu, mein Schiff ist fertig. Yay! Jetzt kannst du ja, wo will ich jetzt hin? Wo will ich hin? Ich will nach Polen. Schick mich nach Polen. Oh, sag das nicht zu laut. Verdammt. Na? Ich will ja sehen, was meine Schülerin macht. Du hast Schülerin. Macy ist deine Schülerin? Mhm. Ja, was meinst du, warum sie Polen gewählt hat? Man lernt nicht aus. Ich hab ja gesagt, ich muss nicht mitspielen, um zu gewinnen. Oh, Let Arns helfen, Bäcker. Du musst nicht mitspielen, um zu gewinnen, das ist schon interessant. Tracy ist mein... Wie sie... Na, Padawan. Na, wie ist genau. Das bei den Sith? Wir haben doch letztens gesagt. Bei den Sith. Wie heißen die? Sith, die Bösen? Die bösen Schüler, haben die auch einen Namen? Ja, Sith, oder? Oder ist das die ganze... Na, bei den Jedi hast du doch Padawan. Ja, Padawan, Schüler, ne? Genau. Und Padawan, bei den Sith? Genau. Schüler einfach, oder wie? Ich glaube, ja, ich glaub, wenn, dann heißt es nur Schüler und Mentor ist es dann, glaube ich. Er schreibt, nach Polen würde ich mit meiner Karavelle nicht segeln, dort wird sie nur geklaut. Genau, dann macht so, schupp, ist weg. Das ist aber auch leider böse Vorurteile gegen die Polen, gell? Dass die Polen angeblich alles klauen. Nee, die klauen nur Autos, keine Schiffe. Also. Ja, das Problem ist auch im Moment, das ist auch gar nicht so wirklich Polen, die klauen, sondern in Polen wird durch Banden einfach geklaut und das sind meistens Banden, die noch weiter aus dem Osten kommen. Das heißt ja nicht, dass Polen nichts klauen, aber der Stereotyp, dass das nur die Polen sind, stimmt nicht ganz. Aber das richtig ist, dass es auf dem Territorium von Polen meistens passiert. Babisch? Hm? Du hast Post. Ja, ich hab Post. Sie haben Post. Sie haben Post. Ja. Sie haben Post. Ja. Sie haben Post. Ja, verdammt nochmal. Dirk schlägt hier vor für den Sith-Schüler Akolyten. Heißen die so? Was sind Akolyten? Die kenne ich nur aus Warcraft 3. Akolyten sind, glaube ich, so eine irgendwie so diese Schüler von irgendwelchen satanistischen irgendwas. Warte mal, wir gucken jetzt einfach mal. Akolyten oder sind Sekten die oder Religion die Weisung verbreiten. Na, mal sehen, wer das kennt. Was im Chat. So, na komm. Die heißen echt Sith-Schüler. Mhm. Die haben keinen eigenen... Na gut, dann ist Tracy also meine Sith-Schülerin. Sith-Schülerin. Knoten in der Zunge. Musst du einfach mal bei Jedipedia gucken. Jedipedia! Dafür habe ich ja dich. Ja. Der Meister macht nichts mehr. Aber Wikipedia ist auch manchmal nicht mal eine zuverlässige Quelle. Der Sith Lord. Genau. Und wenn du nicht gefügig bist, dann kommen die Blitze. Dann blitze ich zurück. Venedig hat eine Religion gegründet. Mhm. Baby, du hast Brust. Mein lieber Darth Takor. Steht im Chat. Darth Takor. Klingt sogar gut. Egonson, was macht denn so ein angeschlagener Pikenier weit weg von deinem Kernland? Der schaut sich die Gegend an und sucht nach potenziellen Handelspartnern.
Der Egonsonismus wurde gegründet. sollte nicht eigentlich, wenn ein Spieler, der Egonson heißt, den Egonsonismus gründet, heißt das dann nicht eigentlich, dass er insgeheim am liebsten den Egozentrismus gegründet hätte? Das stimmt wohl. Welch literarische Spitze von dir. Der Chat schreibt, also wird Tracy ihren Meister bald töten. ist ja normal so. Du wolltest ja ein Sith sein, du wolltest ja kein Jedi sein. Hättest auch Padawan nehmen können, aber nein. Naja, aber das Sith kam ja nicht von mir, das hat irgendjemand, das war beim Pandora-Stream irgendwann, hatte das jemand vorgeschlagen. Okay. Ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Ja, ist für Sith. Wer ist für Sith? Alter, versoffen hier, ey. Ansonsten findet im Chat eine lebhafte Diskussion über allerhand Atombomben, Wasserstoffbomben, Isotopengemische, Kettenreaktionen statt. Alter, so ein gebildetes Publikum ist ja unglaublich. Ja. Vielleicht hat auch jemand das Quartett Atombomben des 20. Jahrhunderts irgendwie darum liegen. Oh! Vielleicht sollten wir wieder das Niveau ein bisschen senken und über irgendwelche Furz- oder Kackwitze. Was? Schön. Damit wir hier wieder in bekannte Gefilde zurückkommen. Ja, aber hochakademische Unterhaltung kann man doch auch führen, oder nicht? Wohl an. Kann man, muss man aber nicht. Kulturbomben. Ja. Das Kulturbomben. Auch mal was. Kulturbomben, stimmt. Gibt's die überhaupt noch? Mit den großen Künstlern? Vier gab's die schön. Ja. Aber mit den großen Künstlern gab's mal in Civ 5, ne? Ja, jetzt nicht mehr. Ich glaube, im Urspiel gab's das, ne? Das hieß sogar Kulturbombe. Ja, das war C4. Nee, oder? Nee, bei C4 hieß es inoffiziell Kulturbombe. Aber ich glaube, bei C5 am Anfang, da hieß das, was der große Künstler machen konnte, wirklich Kulturbombe. Stimmt, bei C4 hieß es Kulturschock. Oder? Ach nee! Bei Kulturschock? Ach, ich weiß es nicht mehr. EB, weißt spielst doch, du eigentlich auch C4? C4 habe ich total gerne gespielt, sehr lange. Ich habe eigentlich relativ spät erst damit angefangen, C5 zu spielen. Oder öfters zu spielen. Machst aber keine Let's Plays mehr mit C4? Nee, was ich mir gut vorstellen könnte, wäre mal eins mit PAE zu machen, mit dieser antike Mod. Da habe ich auch schon mal Pläne geschmiedet, habe es dann aber letztlich nicht umgesetzt. Aber könnte ich mir gut vorstellen. Aber was ich auch interessant finde, dass für Civilization 5 auch ganz viele verschiedene Karten gibt zum Runterladen im Workshop bei Steam. Ja. Das ist. Also da findest du manchmal schöne Fundstücke, kann ich mal so sagen. Finde ich auch. Oder auch andere Zivilisationen, die einfach nur mit reingemacht werden. Mhm. Wie Vietnam und so weiter. Das ist schon. Aus dem Chat kam jetzt ein schöner Furz und Kack. Den muss man nicht unbedingt hören. Der kann ruhig im Chat bleiben. Ich finde den schön. Der Titi-Kacker-See ist voller Brüste und Kot. Ah, witzig. Den verstehe ich nicht. Der ist mir zu hoch. Zacko steht also auf Fäkalwitze. Fäkalien! Metagame bezeichnet ja das Spiel über dem Spiel mehr oder weniger und dazu gehört zum Beispiel auch die ganze Zeit ein Tippen zu hören, ja, und dann im Teamspeak zu sehen, bei wem denn der Kanal aufgeht, wenn man Tippen hört. Ach. Und dann noch gleichzeitig zu gucken, wer am längsten für die Runde braucht, beziehungsweise wer schon fertig ist und wer noch nicht und da tippt, das ist Meta. Tracy, das ist sehr interessant. Was ist los? Was? Nein. Was Nein, da los? Aber das ist jetzt wirklich ein Gerücht. Bist du aufgewacht, Tracy? Was, ich bin die ganze Zeit voll dabei. Eine Frage aus dem Chat. Nervt es euch auch immer, dass die Naturwunder immer in der Nähe von Stadtstaaten sind und die sie schnell einverleiben? Ja, das nervt. Das kann man aber ändern. Wie?
Stadtstaaten einnehmen. Erobern. Genau. Naja. Wird gefragt, ob WB den Spion schon bewegt hat, aber ich weiß auch nicht genau, wo er ihn hinbewegt. Der ist defensiv eingesetzt. Das ist wahrscheinlich dann Absicht. Ja. Langweilig. Ja, Erich Mielke hätte das natürlich ganz anders gemacht mit seinem Spion. Hey, die haben den nur oft gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt. Das stimmt wiederum. Zu verbergen, oder? Nein. Gut. Was haben Sie gegen die komplette Überwachung Ihres Privatlebens? Haben Sie was zu verbergen? Ja, ja. Noch zu den Weltwundern, Naturwundern und Stadtstaaten. Das hat aber den Nachteil, dass man sofort die Diplosau ist. Von unten durch bei allen. Die Ach, Diplosau. Was soll's? Das ist echt ein geiles Wort, die Diplosau. Muss ich unbedingt in meinem Vokabular einbauen. Also im Chat, also wir haben da, glaube ich, Physiker und Geschichtsmenschen, was hier diskutiert wird. Wie viele Zuschauer haben wir denn? 112, sagt mir gerade. Oh. Die Anzeige hier. Nice. Sind mehr geworden. Am Anfang waren es so 80 und jetzt ist es total gestiegen. Das war sehr erfreulich. War bestimmt der Fäkalhumor, der jetzt alle angelockt hat. Ganz genau. Um nochmal einem etwas aufzugreifen, was Egonson eben völlig zu Recht bemerkt hat. Die Punkteliste ist nicht unbedingt ausschlaggebend oder aussagekräftig. Natürlich. Nein, inzwischen. Niemals. Da würden wir nie auf die Idee kommen. Ja, aber ich finde es auch schön, dass Writing Bull jetzt mal mehr als 2-3 Zuschauer hat. Und der Chat bittet mal um F6. Ich weiß zwar nicht, was F6 ist. Ich werde es mal machen. Ich hoffe, es gibt keinen Bluescreen jetzt. Na, es gab keinen. Das ist die Technologieübersicht. Um euch mal, falls die Zuschauer sich fragen, warum ich nicht auf Schießpulver gehe, dann sollen sie doch mal sich daran erinnern, was das für Auswirkungen hat, wenn die Impi auf Schießpulver gehen. Oder die Zulu. Das wurde vorhin auch schon diskutiert und einer hatte das gesagt. Ja. Da hatte nämlich auch jemand gefragt, warum du kein Schießpulver erforscht hast und wurde genau das schon dann klargestellt. Na für dann. Für die Nicht-Initiierten. McWolland sagt, bitte nicht Alt F4. Ja, das ist der alte Witz, ne? Drück mal Alt F4. Immer wenn jemand da drauf reinfällt. Da, das funktioniert immer wieder. Wenn du in irgendeiner Spielelobby bist und jemand hat einen schlechten Ping und fragt, was er machen kann, dann brauchst du einfach sagen, drück mal Alt F4. Da findet sich immer einer. Was passiert denn mit Alt F4? Probier's doch mal aus. Ist absolut nicht schädlich. Ich versuche ja ganz verzweifelt, diese spanische Küstenstadt endlich mal in Sicht zu bekommen, damit ich da alle meine Handelsschiffe hinschicken kann, um sie mit venezianischen Gütern zu versorgen, aber nee. Schick doch einfach eine Botschaft. Ja, die Botschaft haben wir schon, aber die gilt ja nur für die Hauptstadt und die Nachbarstädte. Ach so, du meinst nicht die Hauptstadt, auch so, okay. Ja. Aber ich glaube, in der nächsten Runde, außer es passiert sonst was, welche Stadt denn wir sehen? Verschone mich mit deinem billigen Tand. War. Sehr diplomatisch ausgedrückt. Du Diplosau. Was? 20 Schekel für diesen Bart? Das ist eine Beleidigung. Mhm. Ach, das ist aber wieder. Ich stehe mir selbst im Weg. Kannst du das noch etwas genauer erklären? Ja, ich ziehe gerade in einem Siedler in eine gewisse Richtung und. Einen was? Jetzt,
Was für eine Einheit? Fängt mit S an. Yeah. Speerkämpfer. Fast. Fast. Ach, das ist aber alles... Ach. Also von diesen nicht kämpfenden Einheiten, wenn da mehrere auf ein Feld könnten, das wäre schon ganz praktisch. Ja. Du wolltest wohl gerade eine Straße dahin bauen auch. Nehme ich an. Ja, ich wollte mit dem Siedel auf ein Feld und mit dem Arbeitsraum was verbessern. Und dann kam noch eine andere nicht kämpfende Einheit und naja. Und jetzt hast du verloren. Das habe ich wenigstens einen Grund. Egonson, ein großer Handelsweg wurde vernichtet. Ich hab's gesehen, diese wütenden Barbaren zerstören alles. Schlimm. Kümmer dich mal besser um die Sicherheit meiner Handelsschiffe. Oh, sonst geht's wohl noch. Konnte jetzt gerade wieder eine Zeit lang keine Aktionen ausführen. Also der Tipp, ein bisschen die Karte zu erkunden, der war gar nicht so schlecht. Da sieht man doch sehr, sehr interessante Dinge in der Nachbarschaft. Wer sich wo verbreitet hat. Dioxid, bitte nochmal um F6. Ja, kleinen Moment. Ich ziehe erstmal zu Ende. Meine Karawelle! Eine WB-ische Karawelle. Eine Karamellkarawelle? Ja, Afrikaner sind in Polen angekommen. Ja, sagen wir, sie streifen dran vorbei. Ja, das ist ja praktisch jetzt mein Schiffchen. Ich gucke jetzt nur, ob du alles richtig machst. Ich sitze jetzt da sozusagen an der Reling und mache so die Fingerspitzen ausgezeichnet. Mr. Burns. So, nice. Jetzt melde ich mich mal wieder zu Wort. Ja. Ich wollte gerade, im Ernst, ich habe gerade gedacht so, wo ist eigentlich Tom? Der ist hier nicht stumm geschaltet und man hört ihn nicht. Hallo. Ja, genüsslich zugeschaut, wie die Reihenfolge immer mehr eine bestimmte Richtung bewegt hat, was die Punkte zumindest angeht. Mm, ja, ja, ja. Der Chat sagt, @WB, Punktedefizit kann man auch mit der Eroberung Moskaus ausgleichen. Diese Ausrichtung ist also klar. Ich wollte eigentlich nur fragen, ob es immer noch Siegbedingung ist, die Hauptstadt von WB zu erobern, weil bei der Menge an Punkte, die man da dazu bekommt, oder bei der geringen Menge, ist die Frage, ob es überhaupt lohnt. Oh, ja, war schon klar, dass ich dich eigentlich gebeten hatte, mit dabei zu sein, um mir den Rücken zu stärken, nicht den anderen. Ja, aber das muss schon einen gewissen Sinn auch haben. Du hast zu wenig bezahlt, wir haben mehr bezahlt. Wenn es dann aussichtslos wird, dann... Also wer solche Freunde hat, der muss seine Feinde nicht fürchten. Das ist aber der Standardspruch, oder, WB? Ändert nichts dran. Freut euch, dass er nicht wieder mit der List kommt. Oh nein, jetzt habe ich es gesagt. Du kommst gleich in den Keller. Oh nein, das ist ja noch schlimmer. Aber warte, in wessen war? In meinen. Oh, scheiße. Ich mach schon mal meinen Tipp. Tja, jetzt kann ich mir eine kostenlose große Persönlichkeit holen. Frage an den Chat, gib mir mal einen Tipp. Wen soll ich mir holen? Ein Künstler. Am besten einen großen Admiral. Genau, wollte ich auch sagen. Einen großen Admiral, den steckst du dann mit auf die Karawelle, das bin dann ich. Vielleicht auch sachdienliche Hinweise. Ja, nordöstlich von dir ist so ein kleiner See. Nordöstlich von dir ist so ein kleiner See, da ist der Admiral super aufgehoben, finde ich. Von daher aus kann er deine Hauptstadt beschützen, also... Nicht, kann das da falsch passieren, kannst. Dass wenn man diesen als große Persönlichkeit einen Admiral auswählt, dass er dann aus Versehen im See landet, wenn der neben der Hauptstadt ist? Kann das passieren? Warum sollte das nicht passieren?
Stimmt, ist ja eigentlich klar. Ist Ziff, ne? Nee, ich dachte, dann kriegst du ja nur an Küstenstädten. Oh Mann, Wellington! Zieh doch mal deine Kack-Einheiten da weg. Mann, muss ich jetzt doch einen Blick darum machen. Aha, du brauchst... Palim. Da geht jemand mein Licht auf. Erlassen. Okay. Also der Chat hat dir empfohlen, einen Ingenieur, aber du hast ja schon was anderes genommen. Tja, bin jetzt schon eins weiter. Ich hab's jetzt bewusst nicht gesagt. Hast du das gemerkt, wie nett ich bin? Und zusätzlich wollte ich Venedig hatten. Gelegenheit ergreifen, mich auch langsam zu verabschieden. Was? Jetzt schon? Ja, Hälfte habe ich ja fast geschafft. Aber mir steht jetzt Abendessen an und ich werde euch nur halb verlassen, werde passiv weiter konsumieren. Musstest du das jetzt sagen, dass du jetzt essen gehst? Mann! Muss wieso hat man nichts gegessen? Doch, aber man kann ja immer mal noch was essen. Tracy bekommt Appetit auf Pizza. Hey, hör auf! Echt? Pizza geht immer. Ja, außer früh und kalt und... Dioxid schreibt, er hätte einen Schriftsteller genommen und die Kultur für eine Sozialpolitik ausgenutzt. Sag mal, jetzt die Art des Künstlers kann man ja nicht beeinflussen. Italiener gibt's nicht als... Römer. Nur Rom. Venezianer. Mann. Achso, man kann nicht auswählen, ob das ein Schriftsteller oder Künstler oder was ist? Nee, also man höchstens indirekt, indem man halt, wenn man über mehrere Gebäude verfügt mit unterschiedlichen Slots, unterschiedlichen Kunstslots, kann man je nachdem, in der Nähe von welcher Stadt man den Künstler auflöst, beeinflussen, in welcher Stadt ein Kunstwerk erschaffen wird und damit indirekt vielleicht dann aber. Oder Egon, sonst stelle ich das falsch dar. Ich höre das schon gar nicht mehr zu. Ich dachte, es gibt Schriftsteller und irgendwelche anderen. Naja, egal. So, was haben wir denn da? Weltreligionen. F6 wurde eben gewünscht, vor 10 Minuten. Bitte hier. Da bin ich hin unterwegs, schaut mal. Zu dem Ziel möchte ich hin. Das würde ich gerne, was ich hier einblende, aber da warte ich noch ein bisschen. Ihr könnt euch vielleicht denken, warum, um dann schließlich hier hinzugehen, um das hier mir freizuschalten. Und wenn ich lang genug hiermit gewartet habe, dann macht es Sinn, dann hier rauf zu gehen und mir das zu holen. Liebe Zuschauer, ich hoffe, ihr versteht mehr als die Mitspieler. Hast du so viele Pläne, oder was? Große Pläne. Dann musst du ja große Pläne, die unten in der rechten Kartenecke sitzen, ja. Tom, du bist noch da? Ja. Noch? Ich will dich nicht aber am Kochen hindern. War total schön, dass du vorbeigeguckt hast. Ich bin auch durchaus bereit, über diese etwas mich demotivierende Bemerkung hinwegzugucken, die am Schluss fiel. Und das soll ja nur etwas provozieren, weil eine der häufigst gestellten Fragen bei mir am Kanal ist ja, wann ich denn mal endlich Livestream mache oder ähnliches. Und da habe ich mich immer ein bisschen geweigert bis jetzt und ja, so ein bisschen Livestream-Erfahrung zu schnuppern, zumindest als Gast, ja, hat schon motiviert, eventuell mal aktiv mitzumachen. Nächster Schritt wäre dann mal irgendwo eine Partie mitzuspielen und wer weiß, wie es von da aus weitergeht. Und auf den Anfangssatz zurückzukommen, dich ein bisschen zu provozieren, soll natürlich ein Vorgeschmack drauf sein, was passieren könnte, wenn wir zweimal, unter anderem wir zweimal, einen Livestream oder eine Ziffpartie in einem Livestream machen. Dann würde ich selbstverständlich mein Schandmaul halten und nur noch Gruppenkuscheln betreiben. Ja, dann wünsche ich viel Spaß und vor allem viel Erfolg. Ich glaube, da weiß jeder, der am besten verteilt, was den Erfolg angeht. Ich finde es auch sehr gut, dass du nach dieser Multiplayer-Erfahrung hier, als nachdem du uns jetzt zugehört und zuguckt hast, immer noch Lust hast, selbst live zu streamen. Ich bin begeistert. Ja. Und ja, dass du auch Lust hast, mal hier mitzumachen bei dieser Runde.
Hut ab. Ja, jetzt habe ich ja einen Vorgespräch gehabt, zumindest wo das untere Limit ist von dem, was man können muss. Und fühle mich jetzt ein bisschen sicherer. Wir kochen alle nur mit Wasser. Du wahrscheinlich gleich auch. Ich werde Öl verwenden, vermutlich. Ja, dann macht's jetzt noch gut. Ciao. Und, mach's gut. Schönen Abend noch und guten Appetit. Dankeschön. Tschüss. Ja, ciao, tschüss. Tom. So, das ist 22. Wir warten auf. Ja, meine Damen und Herren. War ja schön, dass er mal vorbeigeschaut hat. Ja. Jo. Bei ihnen schaue ich auch immer hauptsächlich wegen Rollercoaster und eigentlich. Ja. Ist, ja. Ja. Aber ja. Wann beginnt eigentlich immer Krieg auf der Karte? Das ist irgendwie hier noch zu liebhaft hier irgendwie. Liebhaft? Ist auch ja. Kriegstreiberei. Ja, ich dachte, WB macht den ersten Schlag, aber irgendwie. Das ist ein weit verbreitetes Vorurteil, dass ich irgendwie gerne Krieg führen würde. Ich bin einer der friedlichsten Spieler, die ich kenne. Ach, wie viele Spieler kenne ich? Also in meinem näheren Umfeld bin ich mit Abstand einer der friedlichsten. Als offizieller Zeitnehmer dieses Streams möchte ich darauf hinweisen, dass wir 22 Uhr erreicht haben. Ja, ich mach nur noch, ziehe nur noch die Züge hier zu Ende, damit ich das nicht zu Beginn der nächsten Runde machen muss. Und dann wollte ich genau das ansprechen schon. Jetzt das zu sagen, ist klar. Es ist tatsächlich so. Der Chat verlangt, dass ihr mal eure spitzen Stöcke zeigen sollt. Das hier ist die Demografie. Und da könnt ihr so ungefähr einen Blick drauf werfen, wer zum Beispiel auf dem letzten Platz liegt, wer auf dem ersten Platz liegt. Das ist natürlich Erich Mielke und seine Genossen. Schön. Das sind die Spitzenstöcke hier. Ich werde es schon noch zeigen. Ja, aber gutes Stichwort. Wir machen eine kleine Pause von ungefähr 10 Minuten. Wer will, kann weg vom Mikrofon. Wer nicht will, kann hier bleiben. Ganz kurz unterbreche ich den Stream, mache ihn dann aber auch bald wieder auf. In 10 Minuten sehen wir uns dann wieder hier. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.